meisten reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo Männer. Ja. Ihr habt mich bestimmt schon oft sagen gehört, dass die Ladekurven und so halt scheiße sind im Bleibatteriebereich. Und ich kann euch das jetzt auch mal zeigen. Und zwar habe ich meinen Akku mal ein bisschen gequält, habe den abgeklemmt und habe laut Laderegler jetzt, ihr seht es, meiner 13,7, also sind ungefähr 13,8, ne? Dann tut der Laderegler den, ich glaube in Float geht das dann. Und ja, er lädt halt noch ein bisschen rein, aber die Batterie ist voll. Also normal würde jetzt hier Minus stehen, ne? Ich habe 339 Wattstunden plus. Und es ist jetzt 17 Uhr, wie ihr seht, es lädt noch, aber das Problem ist, wenn ich den nachts dann belastet habe, ist der extrem eingebrochen. Und das Ding sind halt die Ladekurven, die laden halt nicht richtig. Und ich will gar nicht lange rumreden, wir machen es jetzt so, ich mache einen Cut. Wie gesagt, jetzt ist noch hell draußen und ich gehe, und der Akku steht ja hier hinter der Wand. Und wir gehen heute Abend rein, ich mache den mal auf und wir gucken einfach mal. Also die Ladeelektronik, IPEver sagt jetzt, das Ding ist voll. Der ist aber nicht voll. Ne? Und ich zeige euch das einfach anhand des Säurestandes. Ne? Ihr könnt die Säure spindeln und dann seht ihr das auch. Das machen wir heute Abend, wenn er sich ein bisschen beruhigt hat. Ich lasse ihn jetzt noch 2-3 Stunden laufen und... Ne? Na gut, wahrscheinlich schon bis um 8 oder so und dann messen wir mal den Säurestand. Gestern hatte ich nämlich gemessen, da war es gerade so bei, du hast eine Anzeige, grün, weiß, rot. Und zwar gerade zwischen grün und weiß, also das ist definitiv nicht voll. Mit dem REMF krieg ich ihn richtig voll, heute ist der Test, ob ich ihn, wenn ich jetzt das, ich habe jetzt alles abgeklemmt und lasse ihn jetzt einfach hier mal mit 1 Ampere, lädt er ja jetzt die ganze Zeit. Und ich vermute, man müsste ihn dann 2-3 Tage oder so ohne was dran balancen lassen. Wobei du halt extrem Energie verschwendest, weil ich habe jetzt nur 0,4 und heute hätte ich locker fast 3 kW. Ne? Also das ist, und also die Energie zum Laden ist da, aber er lädt halt nicht richtig. Das sind die falschen Ladeverfahren. Deswegen empfehlen wir eben mal im Jahr wahrscheinlich besser 2-mal eine REMF-Behandlung, den richtig voll zu laden. Und ja, im Zweifel machen wir das jetzt. Ich messe heute Abend und dann bis nachher. So, wir haben jetzt 21 Uhr ungefähr oder 22 Uhr, ich weiß gar nicht. Und 12,9 zeigt der Akku an. 400 Wattstunden nochmal reingeladen. Der Laderegler sagt 0,47, wären heute locker 2 kW drin gewesen. Also ich will damit nur sagen, man hätte noch mehr reinladen können. Aber bei 12,9 Ruhespannung denkt man jetzt ja, der Akku ist voll. Ne? Und der fällt aber jetzt immer weiter. Also der hat jetzt 100 mA Last vom Laderegler und irgendwelchen Rotz. Sonst habe ich alles abgeklemmt mal. Also 1,3 Watt. Ne? Und ja, wenn ich den aber jetzt eine Nacht stehen lasse, bis morgen früh, da hat er dann nur noch 12,6 oder so, obwohl gar keine Last dran ist. Und dann müsste er 12,8 eigentlich halten, wenn er richtig voll ist. Und wir gehen jetzt mal rüber und spindeln den jetzt mal. So, mal jetzt mal gucken. Vom Säurestand her. Oben ist noch Luft, ne? Ja, sagt er, nicht voll. Gerade mal vor grün. Also das ist jetzt so die schlechteste Zelle. Die anderen sind ein bisschen besser, die sind zumindest im grünen Bereich. Also wenn wir sehen, gerade so grün. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Und da ich den Akku ja damals die Säure befüllt hatte, gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der ist nicht richtig voll. Das überprüfe ich jetzt, indem ich jetzt einen REMF anklemme. Ich klemme den Laderegler jetzt alles ab, PV-Anlage alles ab. Und du den über Nacht hier mal mit dem REMF nochmal proppe voll machen. Ne? Und gucken wir das dann morgen nochmal an. Weil es kann ja auch sein, das ist ja auch ein alter Akku, ihr seht es, hier wächst doch irgendwas. Und naja, den hat man ja auch regeneriert, Videos dazu in der Playlist. Und ja, vielleicht ist so ein bisschen wieder Plattenmaterial runtergefallen, wo Säure drin ist, was er jetzt nicht mehr mit aufnehmen kann. Das weiß ich eben nicht, das will ich jetzt rausfinden. Ne? Der Test, ich klemme jetzt hier einen fetten REMF an, klemme alles ab und
Das glaube ich auch spare ich das Gefietsche und bla, das interessiert euch eh nicht. Und wir gucken dann, wir messen dann nochmal im Ruhezustand den Säurestand, ob der besser geworden ist oder nicht. Na, wenn er nicht besser geworden ist, dann können wir sogar Säure auffüllen. Na, mal gucken. Wir werden sehen. Bis später. So, ich zeige euch jetzt doch mal. Ich habe jetzt meinen RMF angeklemmt. Und ja, das ist schon was Auffälliges, wo jeder RMF Bastler, glaube ich, mir zustimmen wird. Oder jeder, der sich ein bisschen mit Bleibatterien auskennt. Und zwar, wir haben jetzt eine Eingangsspannung von 14,2 an unserem Netzteil. Dann kommt der RMF und dann Ladegerät. Also, ja, einen wollten wir mindestens abziehen. Und ich hoffe, man sieht das. Warte mal, machen wir so. Also der, oh, wir sind jetzt wieder verlischt. So sieht man es besser. 2 Ampere zieht jetzt das Netzteil, sag ich mal, vom RMF. Und ja, wenn das 2 Ampere zieht, bei so einer geringen Spannung, dann ist die Batterie auf jeden Fall nicht voll. Ne, die müsste ja bei, wenn die voll ist, ruckzuck auf 14,4 schnackseln. Also guckt mal. Bei 13 Volt ist die gerade mal nicht mal 12,9. Und dieser blöde Laderegler sagt, die ist voll. RMF sagt, nee. Okay, da kann ich sogar noch. Was machen wir das? Da können wir sogar noch. Das ist mit Stelltravo in dem Ding. Und wir waren ja bei 2,5 Ampere. Da können wir ein bisschen hochdrehen. Also sind jetzt ungefähr 4 Ampere Blasen. Gut mit Verlust. Ach, wartet mal, wir haben ja, ist ja eine Strommesszange, ich weiß nicht, ob der Akku voll ist. Hier können wir ja mal messen. Also 4 Ampere gehen jetzt in den Akku ungefähr bei 13 Volt. Also der ist auf jeden Fall nicht voll. Bei 4 Ampere, wenn der wirklich proppevoll wäre, so ist wie das Laderegler sagt, dann müsste der ruckzuck zumindest mal auf 13,8 hochgehen. Ne? Oder sogar 14,5. Und dann eben abschalten. Aber hier seht ihr es klipp und klar, hier gehen noch dick 5 Ampere rein und ich habe den jetzt wirklich ein Tag nochmal alles abgeklemmt und in der Hoffnung, dass er das im Float und was sie nur alles Lustiges hinschreiben, dass er es eben macht, er macht es nicht. Ne? Also ich würde jetzt sagen, einmal nach dem Sommer eine Batteriekur mit einem Ladegerät, ja am besten mit einem RMF. Ne? Ansonsten, es würde wahrscheinlich auch ein Ladefix gehen, aber da müsst ihr ein bisschen überwachen, weil der eben keine Abschaltung hat. Ne, meiner hat jetzt hier auch keine Abschaltung. Aber ihr seht, bei 4 Ampere, guckt mal, wie langsam die Spannung steigt. Also die ist auf jeden Fall nicht voll. Bisschen schade. Ne? Das ist, ja, machen wir Bewerbung, IP ever. Aber ich sage euch gleich, das hat jetzt so nichts mit der Firma zu tun. Weil die alle voneinander abschreiben, haben alle dieselben Ladekurven und alles ist dasselbe. Wenn jemand da interessiert ist, explizit, was jetzt hier der Fehler ist, ja, haut's mal in die Kommentare oder vielleicht wisst ihr es schon, sagt, hey, hier gibt's auf YouTube schon ein geiles Video, dann verlinkt mir das mal oder so. Ansonsten kann ich das ja auch mal erklären, warum das auch der Fall ist. Ne? Aber ihr seht's, 13,1. Also diese auf jeden Fall noch nicht voll. Das erklärt auch den Säurestand. Und ja, wie gesagt, ich lasse den jetzt einfach so lange laufen, bis bei 14,5, Minimum 14,5. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, ne? Müsst ein bisschen aufpassen, Gasung, blablabla. Hier unter 1 Ampere. Weit unter 1 Ampere. Also sagen wir unter 500 mA. Dann ist das Ding voll. Ne? Gut. In diesem Sinne, sehen wir uns dann ja morgen oder übermorgen. Ne? Ich mache es jetzt wirklich, wie gesagt, bis er voll ist. Wir machen jetzt mal spaßeshalber. Gucken wir mal, aber jetzt immer noch die 4 Ampere. Na gut, 3,7. Das Ding wird halt ein bisschen warm hier. Ne? Das ist nicht ganz optimal. Das ist ein uralter Trafo. Gut, wir sehen uns in ein paar Tagen. Bis dann. So, wir haben jetzt 16:30 am Morgen. Es wird langsam hell draußen. Drinnen zeigt es an 41 Volt, ja, 14,1 Volt.
Okay, 14. Und wir gucken mal, was da noch Strom aufnimmt. Immer noch 2,6. Also ich denke, so richtig voll ist er noch nicht. Aber ich werde jetzt mal die Zelle noch mal spindeln. Vielleicht hat sich ja schon was getan. Aber wie wir sehen, jetzt haben wir es. Jetzt ist deutlich im grünen Bereich. Ja, leider bestätigt sich meine Vermutung, dass der Akku einfach nur nicht voll ist. Und der Säuregehalt wird auch besser. Ja, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt zusätzlich das PV heute laden lasse oder nicht. Ich meine, theoretisch dürfte es ja nicht schaden, oder? Also wir machen so, ich drehe ein bisschen runter und ich lasse das PV dran und in der Hoffnung, dass er dann bei 14,5 irgendwann bleibt und dann durch messen wir morgen oder heute Abend mal die Säure nochmal. Nein, ich vermute mal, sie wird dann grün sein. Wenn das klappt, kann man dann einfach ein WMF eben zweimal im Jahr parallel anklemmen. Und aber mit Vorsicht zu genießen, die Aussage, je nachdem wie euer WMF gebaut ist. Ne? Also wenn ihr jetzt so viele Windungen habt, ist es nicht zu empfehlen, den dran zu lassen, wenn ihr andere Geräte dran habt. Ne? Hier geht's, der ist nicht ganz so wild. Ja. Na gut, es läuft, er zieht jetzt hier ungefähr noch 2 Ampere oder ja, 1,5 oder irgendwas. Damit werde ich den jetzt mal laden lassen. Ja gut, ich würde sagen, der Vollständigkeit halber gucken wir dann morgen Abend, würde ich sagen, nochmal. Vielen Dank nochmal für Mr. X hier, für die Sponsorung der Handschuhe. Ja, gut, hören wir uns morgen dann und dann gucken wir mal. Na, bis später. So, der nächste Abend, ich bin bei 13,9, eine Wattstunde minus, seht ihr. Und ich hatte insgesamt 200 Wattstunden hat's PV reingeladen. Jetzt gehen wir mal rüber und spindeln mal. Der WMF läuft noch. Ungefähr 2 Ampere. Ja, spindeln wir mal. Wir waren ja gestern knapp am Grün. Wir kommen jetzt langsam Richtung Mitte grün, ne? Also ich würde sagen, wird besser. Na gut, jetzt ist es wieder bei grün. Ne, ist schon ein bisschen besser, guck mal. So, ah, die Kamera, Junge, Fokus doch mal. Ne? So 3/4, nicht ganz halb grüner Bereich. Also würde ich sagen, müssen wir noch ein bisschen dran lassen. Aber da scheint sich noch was zu tun. Ich werde jetzt auch den WMF mal mit euch zusammen ein bisschen höher drehen. So. Und ja, wir können jetzt ja spaßenshalber noch mal messen. Ihr habt ja vor uns gesehen, dass nicht sehr viel in Akku ging. Er hat wirklich nur Ausgleichsladung gemacht. Jetzt sind wir wieder bei 3,5 Ampere, gehen jetzt rein. Jetzt müsste es eigentlich schon die Spannung dann hochdrücken. Und jetzt gucken wir nochmal direkt die Akkuspannung an. Okay, da geht er jetzt schon auf 14. Ja, bei 3,5 Ampere gerade mal 14 Volt. Ich mal 14,1, 2 würde vielleicht noch gehen.
Aber ich werde ihn jetzt die Nacht noch mal dran lassen mit dem RMF und ja, in der Hoffnung, dass er dann die Zelle hier noch balanced und alle richtig schön proppevoll macht. Ich kann ja dann morgen, können wir dann mal, ja, mache ich alle mal auf, tue mal vielleicht alle mal spindeln, aber die sind fast alle gleich gewesen, es war wirklich nur die erste hier, deswegen messe ich auch immer die. Na gut, bis später. So, nächster Tag, neues Glück. Oh nein. Oh nein. Hier seht ihr es mal, 0,13 hat er heute reingeladen. Weil der will die, der Laderegler will die ja bei 13,8 halten. Ich bin aber drüber. Komischerweise zeigt er jetzt hier Minus an. Obwohl ich ja laden tue. Ha, komisch, geh mal rüber. Ah ja, ich bin blöd, das ist der. Das Minus ist der Laderegler vom PV, weil der zieht ja über Nacht. Auch warum er jetzt ein Minus anzeigt, weiß ich nicht. Und komisch ist auch, ich hatte den ja auf unter 5 Ampere eingestellt und wir sind jetzt bei 5 Ampere. Also das scheint auch aus irgendwelchen Gründen gestiegen zu sein. Guck mal, 4,5. Wir hatten ja gestern 3. Jetzt gucken wir mal direkt die Spannung am Akku. Vielleicht ist er ja auch schon voll. Nö. 14,1. Ja, ich würde sagen, ich spindel den jetzt gleich mal so. Jetzt, hä? Aber da ist noch nicht voll. 14,1. Gut, bis gleich. So, ich habe jetzt mal die 3 aufgemacht. Sie sind alle am Blubbern. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja, zumindest mal im grünen Bereich. Das ist so ein blödes Ding, das geht dann immer hier oben an den Deckel an und dann kannst du nicht richtig messen. Also halb grün, ich würde sagen, nein, ist wieder was passiert. Die ist auch so im halb grünen Bereich. Und wohl bemerkt, die waren in Mühe unterschiedlich. Guck mal, die ist schon in Mühe besser sogar. Ja gut, aber so wie es aussieht, scheint das zu funktionieren. Oh nein, jetzt habe ich getropft. Das ist irgendwo ein Säuretropfen. Mann, ich muss das gleich wegmachen. Es scheint zu funktionieren. Der Lady halt jetzt weiter vor. Ihr habt am Anfang gesehen, dass es gerade beim Grün war. Jetzt sind wir halb. Also würde ich sagen, geben wir da Geschichte mal noch einen Tag. Ist jetzt ein bisschen schade, weil ich die ganze Energie von der Sonne verschwende. Hätte ich mir eher machen müssen, ne? Habe ich dies schon ein bisschen verdümmelt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen, wenn grün, grün, grün. So, die ganze Geschichte läuft noch. Aber wie ihr seht, wir sind jetzt halb, beziehungsweise unterhalb, halb vom Grün. Also, selbst wenn es 2 Tage noch dran ist, wird irgendwie auch nicht besser. Es kann sein, dass ich damals gar nicht die Säure richtig aufgefüllt hatte, ne? Dass das das Maximum ist. Was ich jetzt rausgehe, ich höre jetzt so auf, es war gerade mal am Weißen, also Akku fast kaputt und jetzt ist wieder fast im komplett Grün. Und ja, klemmen den ganzen Mist ab, baue alles wieder ab und funktioniert wieder. Tschüssi!